Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen The Legend of Zelda Skyward Sword für die Nintendo Wii. Übrigens auf der Wii U, aber das tut ja nichts zur Sache, denn das macht keinen Unterschied. Okay, im letzten Part sind wir hier im Eldin-Vulkan angekommen und haben hier den Gotteswürfel freigeschaltet. Und jetzt wollen wir mal so langsam in Richtung Zelda gehen. Ja, Aurasuche ist schon auf Zelda eingestellt. Sieht ganz gut aus, dass wir in diese Richtung müssen. Hier hinten ist zunächst erstmal gar nichts. Gut, schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, bei euch ist alles glatt gegangen, was Silvester angeht. Und ihr seid gut noch ins neue Jahr reingekommen. Oh, die sehen ja witzig aus. Halt, halt, halt. Ich lasse nicht zu, dass du unser Revier hier verwüstest. Moment mal. Hey, Ferry, der sieht nicht so aus, als würde er zu den roten Kerlen gehören, oder? Ja, ja, kann schon sein. Aber muss er uns so erschrecken? Nix für ungut, aber in letzter Zeit treiben sich in unserem Revier ganz schön viele ungebetene Gäste herum. Deswegen liegen wir hier auch im Hinterhalt und um es den Kerlen mal ordentlich zu zeigen. Gerade hast du noch vor Angst gezittert. Na, wenn du hier auch noch nach Schätzen suchst, nimm dich auf jeden Fall vor den roten Kerlen in Acht. Was sind das denn für komische Tüchviecher? Du suchst keine Schätze, sondern deine Freundin? Wie sieht sie denn aus? Da ist nämlich vorhin jemand vorbeigerannt, ohne uns eines Blickes zu würdigen. Aber ich habe nur gesehen, dass es keiner von den roten Kerlen war. Wer immer es war, er ist bestimmt da weiter vorn. Also versuch doch einfach, ihn einzuholen. Was sagst du noch so? Die Gestalt, die vorhin hier vorbeikam, sah dir ein bisschen ähnlich, so vom Körperbau her. Aber die Klamotten waren anders, nicht grün wie deine. Ja, das könnte auf jeden Fall Prinzessin Zelda sein. Okay, schauen wir mal. So, ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es hier laufen wird. Ich nehme jetzt, glaube ich, das erste Mal nur einen einzigen Part auf. Für mehr habe ich nämlich heute tatsächlich keine Zeit, beziehungsweise Zeit hätte ich schon, aber meine Freundin, also Sandra, muss ins Büro und ich habe jetzt auch keine Lust, hier irgendwie umzubauen, großartig. Sie auch nicht. Und deshalb nehme ich heute eine Folge auf. Ich habe ja Urlaub jetzt tatsächlich. Endlich mal, nach langer Zeit habe ich mal Urlaub. Das finde ich sehr angenehm und gut. Ja, definitiv. So, ich habe hier in meinen Notizen stehen, ich hätte hier irgendwo Käfer sammeln sollen können. Wo sind denn hier Käfer? Ich finde keine. Ich sehe keine. Na gut, wir gehen hier erstmal weiter. Wir werden bestimmt noch irgendwo Käfer finden. Hier geht es auf jeden Fall weiter. So, dann gucke ich mal kurz. Da, ah ja, okay. Wir haben hier Fledermäuse. Ganz, ganz fiese Kiste. Ganz, ganz fiese Kiste. Flammenfledermäuse. Die sind noch viel, viel fieser als normale Fledermäuse. Okay, hier können wir rüberrennen. Sehr gut. Aber was haben wir denn auf der anderen Seite? Hier haben wir einen blauen Rubin. Oh, schön. Rubine kann man nie genug haben. So, noch eine Flammenfledermaus. Und irgendwas zum Sammeln, oder? Stirb. Können wir die kaputt machen? Werfen. Oh ja, Rubine. Oh oh. So. Du auch kaputt? Na toll. Jetzt habe ich den blauen Rubin in die Lava geschmissen. Na, okay, okay. Wir müssen jetzt warten, bis die Lava wieder hochkommt. Schätze ich mal. Ja. Sieht gut aus. Komm. Das schaffst du, Link, ja. Da müssen wir nicht immer warten. So. Gut. Gehen wir einfach mal hier weiter. Woanders scheint es im Moment eh nicht weiterzugehen. Wir haben einen roten Rubin vergessen, aber mein Gott, das passiert. Hi, wer bist du denn? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Gehörst du etwas zu diesen roten Kerlen? Was für rote Kerle? Hast du diese Ungeheuer mit den riesigen Waffen nicht gesehen? Die treiben in letzter Zeit hier ihr Unwesen. Ich kann dir sagen, die sind nicht besonders freundlich. Und du, was führt dich hierher? Bist du wegen der Donnerblumen hier? Was? Das da sind Donnerblumen. Die wachsen hier in der Umgebung.
Sie sind ziemlich gefährlich. Hebst du sie durch Drücken von A auf, explodieren sie nach kurzer Zeit. Aber wenn man weiß, wie man sie einsetzen muss, sind sie toll. Wir Mogma nutzen sie auch gern. Du kannst sie wie Krüge werfen oder rollen. Also schnapp dir doch mal eine der Donnerblumen hier und probier's aus. Kann es sein, dass du nicht weißt, wie man es etwas wirft oder rollt? Nee. Wie, du weißt es nicht? Zum Glück bin ich ja da. Nimm eine Donnerblume und richte die Wii-Fernbedienung nach oben. Eine Linie zeigt dir genau, wo du die Donnerblume landet, wenn du die Wii-Fernbedienung ruckartig nach vorn bewegst. Du kannst aber auch eine Donnerblume nehmen und deine Wii-Fernbedienung nach unten richten. Dann zeigt dir die Linie, wo die Donnerblume hinrollt, wenn du die Wii-Fernbedienung ruckartig nach vorn bewegst. Wirfst du sie, erreichst du auch höher gelegene Stellen. Rollst du sie, erreichst du weit entfernt und enge Stellen. Das ist sehr praktisch. Okay, gut. Wir gucken aber erstmal hier. Wir haben hier einen Bernstein-Dingsbums. Bernstein-Halbmond, genau. Ja, das ist schon mal sehr schön. Jetzt haben wir schon 7 Stück davon. Irgendwie sind die nicht so selten. So gar nicht selten. Aber ein Käfer. Ein Marienkäfer oder was? Okay, den haben wir. Du hast einen Magmarienkäfer gefangen. Angeblich färbt sich dieses Insekt rot, wenn man es mit Erz füttert. Sehr ruhig und bewegt sich kaum. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Warum sollte man diese Käfer nicht mitnehmen? So, dann haben wir hier hinten haben wir noch irgendwie so einen kleinen Raum. Mit Sitzen. Ach so, hier können wir uns regenerieren. Okay, schön. Ich hatte davon gelesen. So, und dann haben wir hier drei Dinger, die wir aufsprengen können. Okay. Dann werfen wir doch mal. Das meinte er mit höher gelegene Dinger. Okay. Ein blauer Rubin. Sehr schön. So, ich versuche gerade auf meiner Karte herauszufinden, wo wir lang müssen, aber ich sehe das nicht so genau. Wir versuchen jetzt mal zu rollen. Und rollen. Rollen. Okay. Ja, funktioniert, auch wenn wir nicht ganz gut getroffen haben. Ja, läuft, ne? So, eine Fledermaus. Eine Fledermaus. Stirb doch, wir brennen. Ach so, das war so, ne? Rollen, ja, okay. Gut, da vorne ist eine Vogelstatue. Das ist eigentlich schlecht. Eigentlich muss ich da speichern. Ja gut, wir kriegen das auch anders hin. So, rollen. Perfekt. Eigentlich wollte ich da speichern. Oh, shit. Was bist du denn für ein Riesending? Alter Vater. Aber ein Riesen-Schleimbolzen. So, hier haben wir noch irgendwas, wo wir reinkrabbeln können. Aha. Da kommen wir wohl nur dran, wenn wir eine Blume da reinrollen. Okay. Ja, müssen wir gerade reinrollen. So. Und zack. Bowling! Alle 9! Yay! Wobei, beim Bowling sind es 10, ne? Ja, ich meine, es sind 10. Gut, gut. Wir können aber, wenn wir jetzt speichern... Ja, es wird halt ein kürzerer Part, aber so kurz kann ich den halt auch nicht machen. Wir können noch ein bisschen was machen. Wir können noch ein bisschen was machen. Müssen wir halt hierhin nochmal zurückgehen zum Speichern. Wie gesagt, ich kann heute nur einen Part aufnehmen. Ihr könnt mir mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie ihr Silvester gefeiert habt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So... gut. Wir laufen hier lang. Finden dort einen weiteren Mogma. Genau, wir gehen aber erstmal hier lang. Und hier finden wir nämlich einen weiteren Gotteswürfel, den wir natürlich aktivieren wollen. Zack und Pauz! Schick dich in den Himmel! Busch! Cool! Ja, geht irgendwie alles etwas schneller hier, als ich das mir gedacht habe. Egal, wie gesagt, wir können hier noch ein bisschen was machen. Dann, vielleicht laufe ich auch einfach nach dem Part eben schnell zurück und speichere ab. Das ist ja auch kein Problem und dann muss ich halt... Nein! Nicht in die Lava fallen, Link.
Okay. Erstmal gucken wir, was hier unten ist. Hier können wir auf jeden Fall lang kriechen. Ja, explodiere mal. Huiuiui. Da können wir was reinwerfen. Okay. Machen wir das doch. So, drehen, runter und rollen. Shit, das war daneben. Dann machen wir das Ganze nochmal. Wieso auch immer Link jetzt gerade nicht rollen wollte. Man muss sich schon die Wii-Fernbedienung schon sehr krass nach unten legen. Nach unten neigen. So, wir haben irgendwas freigesprochen. Eine Schatzkiste, die ist lustig. Eine Schatzkiste ist schön. Denn da kann man wunderbare Schätze aus den Kisten holen gehen. Wir finden einen roten Rubin. Sehr schön. Und zwei Herzen. Ja, perfekt. Vielleicht auch ein paar Käfer an der Wand? Ich sehe jetzt keine spontan. Entweder sie sind hoch oder halt nicht existent. Naja. Schön, wir finden endlich mal ein paar mehr Rubine. Das ist gar nicht so schlecht, denn irgendwie haben wir bis jetzt nie so viele Rubine gefunden, wie ich gerne gehabt hätte. So, jetzt sprechen wir aber mit diesem Mogma. Jetzt sprechen wir aber mit diesem Mogma hier. So. Hi. Oh, noch ein Fremder, der nicht zu den roten Kerlen gehört. Erst vorhin ist ein seltsam gekleideter Mensch in das Loch da geklettert. Und du glaubst, das könnte deine Freundin gewesen sein? Lass mich nachdenken. Wie sah dieser Mensch noch gleich aus? Also, er war schwarz gekleidet, aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Na gut. Wird wohl Prinzessin Zelda gewesen sein. Wer sonst sollte hier einfach so dran vorbeirennen? Außer vielleicht ein paar Bockblins. Abgefahrenes Viech. Okay, so, wo sind wir denn? Gut. So, das machen wir kaputt. Ich musste mal kurz auf meine Notizen schauen. So, wir haben hier gerade so ein komisches Viech gesehen. Wo ist es denn? Aha. Da müssen wir wohl eine Bombe reinrollen. So. Komm, roll. Oh. Haben wir es kaputt gemacht? Ja, haben wir. Okay. Hat geklappt. Auch wenn es sich eher so ein bisschen selber kaputt gemacht hat, aber okay. Ja, das sind, ich glaube, Pirups oder sowas heißen die. Laut meinem Guide. Ist halt, ja, die machen halt hier so ein bisschen Action. So, und du holst keine weiteren Gegner. Jetzt bin ich mit meiner Wii-Fernbedienung gegen mein Stativ gekommen, gegen meinen Gelenkarm. Okay, gut. So, und hier sind wir bei der Skelettbrücke. Okay. So. Gucken wir mal. Hier sind weitere von diesen Pirups. Da können wir die Dinger reinwerfen. So. Wirf mal. Perfekt. Kaputt. Pomp. Okay, das machen wir mit dem anderen auch. Hoffentlich schaffen wir das vom Zeitlichen her. Na gut, dann müssen wir halt erstmal hier diesen Kristall holen. Wupp. Und wollen da auch eine reinwerfen. So. Einfacher wäre es von oben gewesen, aber dann hätten wir den blauen Rubin nicht bekommen. So, jetzt nehmen wir noch diesen grünen hier und bevor wir jetzt hier über diese Brücke laufen, wollen wir erstmal hier hoch, denn hier oben sollte ein Herzteil auf uns warten. Irgendwo. Wir haben ja eben schon ein Herzteil gesehen. Da ist ein Käfer, den wollen wir natürlich auch mitnehmen. Sieht ein bisschen aus wie eine Zecke. Ah! Fuck! Hau nicht ab! Loslassen! Komm, Link! Wo ist er? So. Komm schon. Wirklich, du springst freiwillig in die Lava. Idiot, dann kann ich dir auch nicht helfen. So, was haben wir hier unten? Nur Rubine. Okay. Aber irgendwo muss hier ein Herzteil sein. Hier hoch vielleicht? Hopp. Ne, aber dafür roter Schleim.
Hier hoch. Da ist nix. Okay. Da ist ein Stuhl. Ne, den brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Nochmal so ein A. Okay, so ein Ding. Aber... Quatsch. Der ist da. Ach so, nee, rollen, rollen. Komm, roll. Ja, das war richtig. Pomp. Du bist kaputt. So. Und da haben wir ein Herzteil. Yay. Perfekt. Du hast ein Herzteil erhalten. Sammle 4, um deine Lebensenergie um ein Herz zu erhöhen. Dir fehlen nur noch 2 weitere. Sehr schön. Und dann habe ich gerade gesehen, haben wir da oben einen blauen Rubin. Den holen wir auch noch. Ja. Natürlich holen wir den auch noch, wenn wir die richtige Taste drücken. Und ich würde sagen, das ist dann, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um diesen Pfad zu beenden. Wir laufen noch schnell. Da ist noch ein roter Rubin. Den holen wir auch noch. Ich hoffe, wir kommen so weit. Ich hoffe, wir kommen so weit mit dem Käfer. Keine Ahnung. Ansonsten müssen wir es wahrscheinlich von irgendeiner anderen Seite ausprobieren. Aber man kann es versuchen. So, rechts rum. Ja, perfekt. Perfekt. So, dann wollen wir hier runter. Und wir sind ja jetzt auch quasi direkt wieder an der Vogelstatue. Und ich denke, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um diesen Part zu beenden. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder an der Skelettbrücke, wo wir vorher schon waren. Und werden dann dort weitermachen. Genau. Für mich ist das hier das Ende für heute. Für euch ist es das Ende für heute. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Ich fange hier wieder an. Ihr fangt an der Skelettbrücke wieder an. Ist doch ein guter Deal, oder? Gut. Dann würde ich sagen, danke ich euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, sage ich, keep gaming und ciao.